Ja, Gude gesagt. Ich habe die letzte Zeit ein bisschen mal im Kanal vom Emme von Secrets on Vinyl gestöbert. Ich bin's wieder, euer Emme. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute Sonntagmorgen, ihr seht, noch ein bisschen zerzaust. Und er ist ja so ein begeisterter Picture-LP-Fan und meinte auch, die Dinger würden sich soundtechnisch nicht unterscheiden von anderen Pressungen oder sonst irgendwas. In der Sache gehen wir mal ein bisschen nur auf den Grund. Stümperhaft und amateurhaft wie immer. In diesem Sinne, dranbleiben, es lohnt sich. Jetzt ist ja so eine Picture-LP. Ist jetzt hier der Soundtrack zu Return of the Living Dead. Ist natürlich immer optisch sehr schön anzusehen. Ne? Das steht außer Frage. Die meisten Leute hängen die tatsächlich auf. Ich habe auch ein paar aufgehangen, hatte ein paar aufgehangen. Aber nachdem ich jetzt mir ein paar Videos da vom Emma angeguckt habe und sowas, hat er mir natürlich auch da so ein bisschen wieder die Lust drauf gegeben, weil er mir das halt einfach, der bringt das so schön rüber, das ist klasse. Ja, Leute, ihr habt gesehen, um welche Band es geht. So. Und die sehen dann natürlich auch toll aus. Aber wie klingen die denn? Jetzt, die legen wir mal auf jetzt. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Ja, was konnte ich denn jetzt dabei feststellen? Also der Sound selber, man hat dieses Grundrauschen. Das muss man, glaube ich, neidlos anerkennen. Da habe ich natürlich auch noch ein paar mehr Beispiele. Aber das muss man dann natürlich auch durchaus zugeben. Das hat dieses Grundrauschen, dieses Grundbrummen. Ne? Das ist einfach, ich denke mal, der Beschichtung selber geschuldet. Aber soundtechnisch gibt es da eigentlich keinen Unterschied zu einer normalen, zum Standard-Vinyl. Ne? Wenn jetzt eine Band natürlich ein schlechtes Album aufgenommen hat oder halt einen schlechten Sound selber so bekommen hat, produktionstechnisch, dann ist das aber nicht die Sache von der Picture-Vinyl. So, dann, naja, die machen wir ein bisschen später noch. Hier noch so ein bisschen so eine kleine Underground-Perle. Ne? Ich habe mir ja verschiedene Qualitäten auch durchgehört. Jetzt hier die Return of the Living Dead ist natürlich gewissermaßen ja eher, das ist tatsächlich wahrscheinlich nur hergestellt worden, um sich das Ding hinzuhängen. Aber hier so eine schöne Underground-Geschichte, Pagan Winter, The Cult of Flesh. Die habe ich mal draufgeschmissen. Die haben alle dieses Grundbrummen, aber soundtechnisch selber kann man damit durchaus leben. Ne? Habe ich nichts zu melden. Das hier ist übrigens so ein Black Metal aus, ich glaube, aus dem Saarland. Klar. So, dann haben wir hier mit dem nächsten. Da haben wir natürlich dann wirklich so richtig Major-Pressung hier auch. Ne?
Soundtrack von Guardians of the Galaxy. Ich habe mir meinen Bruder zum Geburtstag geschenkt. Kann man machen, ist ein schöner Sampler. Sieht auch schick aus, also macht was her. Und der ist auch vom Sound her, also wirklich, da haben sie sich Mühe gegeben. Da ist auch das Grundbrummen, das haben sie richtig gut in den Griff gekriegt. Das ist da gar nicht so stark drin. Und soundtechnisch ist das Ding auch absolut sauber und ordentlich aufgenommen. Wie jetzt hier der Pina Colada Song. Ich hoffe, dass die Klangqualität von der Aufnahme auch irgendwie was taugt, weil das ist jetzt hier einfach nur mit dem Handy aufgenommen. Ich habe hier keine speziellen Richtmikrofone und was weiß ich und bla und pupp und fatz und Feuerstein, den Scheiß habe ich nicht. Ja, dann gehen wir mal hier ein bisschen was Moderneres. Aber ich wollte diese Platte unbedingt haben, gab es aber nicht mehr als... Gab es aber nicht mehr als normalen Standard-Vinyl oder sonst irgendwas. Also habe ich die beim Idiots gefunden. Für einen guten Preis, einen wirklich guten Preis. Da war die neu. Ich rede jetzt hier von Igor Savage Sinusoid. Das Ding sieht richtig geil aus. Ne? Ich habe da erst noch ein bisschen gezögert, mir die Picture zu holen. Ich glaube, die gab es für einen 30er. Und inzwischen ist das Ding richtig gesucht. Hätte ich nicht gedacht. Aber das sieht echt toll aus. Und die ist soundtechnisch trotz ihrem Grundrauschen phänomenal. Die hat Druck, die schiebt alles weg. Man muss so eine Musik mögen. Ne? Das möchte ich da gleich mal mit anmerken, aber das Ding hat einen Wahnsinn Sound, geiles Album, ich mag es sehr gerne, es ist verrückt, ja, wenn einer sagt, das ist verrückte Musik, hört Igor Savage Sinusoid, geiles Ding. So. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Klassiker und das ist ein Bootleg tatsächlich. Das ist nicht original, ein Bootleg, aber es ist vom Sound her richtig geil geworden. Das ist halt, das war so mein erster Gradmesser gewesen, jetzt wie jetzt Picture-LPs klingen. Und ja, mit dem habe ich das jetzt erstmal angetestet. Ich habe es von der Wand genommen, weil ich statt die tatsächlich an der Wand hängen, aber die ist halt soundtechnisch, geht die sowas von vollkommen klar, dass man sie auch ab und zu mal auflegen kann. Cannibal Corpse, Tomb of the Mutilated. Das ist irgendeine 97er Schwedenpressung, ist nicht original. Das ist irgend so inoffizielles Bootleg. Aber soundtechnisch geht das vollkommen klar. Sieht cool aus, hat einen guten Sound. Und ja. Also,
um jetzt da nochmal mein Fazit zu ziehen, ne? Ich meine, ihr habt ja jetzt, unser Job vom Sound her war es in Ordnung, ihr habt ja jetzt hier ein paar Soundbeispiele gehört. Ich finde es vollkommen in Ordnung, mir geht das klar, der Sound ist für mich gut hörbar. Das Grundbrummen, das wirst du wahrscheinlich bei den Dingern nicht wegkriegen. Aber insgesamt kann man sie hören und sollte sie vielleicht nicht unbedingt nur an die Wand hängen. So, das war's von meiner Seite. War ein kurzes Video. Heute ist Sonntag. Dieses Video kommt an diesem heutigen Sonntag. Ich hatte ja schon im letzten Livestream darauf hingewiesen, dass ich es entweder nicht schaffe, was zu machen, oder doch nochmal schaffe, was zu machen. Zeit lässt gerade einfach nicht so wirklich zu. Gut, aber das haben wir jetzt noch geschafft. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Odin. Yeah.